Herzlich willkommen zu dem Videotutorial Ägyptische Bauernmultiplikation. Und das ist in diesen kleinen Tutorials, die ich veröffentliche, Programmieren durch Mitprogrammieren, damit ihr sozusagen wie im Video Schritt für Schritt seht, wie bringt man eine Sache auf den Bildschirm. Die Ägyptische Bauernmultiplikation, das ist eine ganz alte Technik, wie ihr wahrscheinlich schon vermutet, mit der man eben multiplizieren kann. Ein sehr überraschender Weg, finde ich. So, und wir werden das Ganze in HTML und CSS und JavaScript programmieren, einfach auch, um euch nochmal zu zeigen, so, falls ihr wirklich Programmierbeginner seid, wie wirken diese drei Skriptsprachen zusammen, wie kann man die sozusagen zu einem sinnvollen Ergebnis bringen. Und das Ganze soll dann so aussehen. So, ich habe jetzt hier meinen Firefox-Browser geöffnet. Lasst euch unten davon nicht stören. Da habe ich die Konsole auch geöffnet. Das ist immer ganz günstig, die Konsole zu öffnen, wenn man Fehler macht. Und es gibt für jeden Browser eben eine solche Konsole. Das ist ein bisschen komplizierter, deshalb erkläre ich das jetzt nicht. Aber falls ihr Firefox oder Google Chrome oder Internet Explorer verwendet, dann werdet ihr irgendwo eine Konsole finden. Das ist eigentlich vorgeschrieben, dass es die gibt. Gut, aber unser Programm sieht so aus, ich gebe zwei Zahlen ein, klar, die Zahlen, die ich multiplizieren möchte, so, und dann drücke ich auf den Button Berechnen und er berechnet mir die Zahl. So, das ist das Erste, was das Programm machen soll, und das Zweite, was es machen soll, ist, dass es mir einfach auch die Werte ausgibt, das Programm eingelesen hat. Das gehört eigentlich nicht mit zur Multiplikation, aber zur Fehlersuche. Und ihr seht hier, dass der mir jetzt ausgibt, einmal den ersten Wert und einmal den zweiten Wert. So, damit ihr seht, dass das wunderbar funktioniert mit der ägyptischen Bauernmultiplikation, gebe ich jetzt einfach mal auch zwei Zahlen ein, 7 mal 9. Und das ergibt 63 und ergibt mir 63 aus. Und wenn ihr jetzt hier eingibt, zum Beispiel 2041 und 7038 und klickt auf Berechnen, dann gibt er mir eine riesenlange Zahl aus, nämlich 14.364.558. Und ihr könnt den Taschenrechner benutzen und könnt sehen, das stimmt. So, der Weg ist überraschend. Das zeige ich euch noch in diesem Video, wie der berechnet wird. So. Was lernt ihr in diesem Video? Naja, zuerst mal die Übersicht. Es sind 5 kleine Folgen, 5 Videos. So, in dieser Folge mache ich die Einführung und die Übersicht. In der nächsten Folge programmieren wir das HTML, so eben die Tabelle, in der die Elemente erscheinen und die Formelemente selber. In der dritten Folge werden wir die Werte auslesen und einfügen, also die Interaktion zwischen JavaScript und der Internetseite oder dem HTML programmieren. Und dann, wenn wir diese Interaktion gemacht haben, also wenn wir die Werte haben, die der Benutzer eingibt, dann werden wir auch den Algorithmus programmieren. Das ist mir auch ganz wichtig, dass sozusagen die Hintergrundlogik von dieser ganzen Sache, das werden wir in der vierten Folge machen, und zum Schluss werden wir das Ganze mit CSS noch ein bisschen hübscher machen, nämlich so poppig bunt, wie ich das hier getan habe. So, und wenn ihr das hier nochmal anseht, das grün-gelbe Kästchen, das ist ein Label, das rot-lachsfarbene Kästchen, das ist ein Eingabeelement, wo ich etwas hineingeben kann. Das wird dann ausgelesen. Berechnen und Lösche, das sind zwei ganz normale Buttons, und ihr werdet sehen, die sehen am Anfang so wie typische Windows-Buttons aus, und durch das CSS werden wir das Ganze uns noch anders gestalten. All die Sachen sitzen in einer Tabelle drin. Die Tabelle besteht aus 4 Reihen und normalerweise aus 2 Spalten, und bei der letzten Reihe werden wir die Reihe über die beiden Spalten hinweg zusammenfügen, zusammenschließen, sodass wir hier nur ein Tabellenelement haben oder eine Tabellenzelle, die eben über 2 Spalten hinweg geht. So, das machen wir mit
HTML. Das lernt ihr also in HTML, eine Tabelle anzulegen, die Tabelle anzupassen, die Formularelemente einzufügen, also eben das Eingabeelement und den Button und dann auch noch, aber das ist jetzt unproblematisch oder was ganz Einfaches, eben auch ein Label. So. In CSS lernt ihr, wie man Formularelemente gestaltet, dass sie eben genauso aussehen, wie sie aussehen und nicht so diese typische Windows-Form haben. In JavaScript zeige ich euch, wie man Formularelemente ausliest, nämlich Input und Button. Dann, wie man die Bibliothek, die schon eingebaute Bibliothek für JavaScript Math benutzt, die ist für mathematische Berechnungen zuständig. Da werden wir einen Befehl brauchen aus dieser Bibliothek. Dann, wie man einen Event Listener installiert, das werde ich euch nochmal ganz genau erklären. Ein Event Listener horcht auf Ereignisse, und zwar Ereignisse, die der Benutzer eingibt. Und klar, der Benutzer drückt einen dieser Buttons und dann sagt der Event Listener, hupsala, wenn dieser Button gedrückt wird, dann muss doch JavaScript jetzt das und das tun und gibt sozusagen das Ereignis weiter an den entsprechenden Befehl oder Befehlsblock und dort wird dann eben das Ganze abgearbeitet. So, das ist also ein Event Listener, der verkoppelt ein Eingabeelement mit einem Hintergrundprogramm. Und schließlich natürlich auch zeige ich euch, wie man ein HTML-Element zur Ausgabe nutzt, also dass man das Ganze nicht immer auf seiner Konsole oder irgendwo anders stehen hat, sondern eben tatsächlich auf der Internetseite wird das Ergebnis präsentiert. So. Das sind die drei Sachen, die die Sprache selber angehen. Dann kommt natürlich auch noch ein bisschen Programmierlogik dazu, nämlich wie macht man sich einen Algorithmus übersichtlich, wie stellt man den grafisch dar, und dazu benutzen wir ein Nessie-Schneiderman-Diagramm. So, dann eben das nehmen wir, um dann eben unseren Code zu programmieren. So, und das werde ich euch jetzt auch noch zeigen. Das Nessie-Schneidermann-Diagramm geht auf die beiden Menschen Nessie und Schneidermann zurück. Ich weiß gar nicht genau, wer das ist. So, ich weiß aber, dass dieses Diagramm schon seit ewig langen Zeiten existiert, denn vor 30 Jahren, als ich meinen Informatikunterricht in der Schule hatte, da hat uns unser Informatiklehrer schon mit solchen Sachen gequält. Wir wollten einfach Programme schreiben, die bunt und laut sind. Und dann mussten wir solche komischen Diagramme zeichnen. Ist aber toll, wenn man eben tatsächlich ein verwickeltes Problem hat. So, hier das Problem ist gar nicht so verwickelt, aber einfach um zu zeigen, man kann sich damit Sachen strukturiert und übersichtlich darstellen, wollte ich das jetzt auch hier in diesen Kurs einbauen. Gut, wie ist so ein Nessie-Schneiderman-Diagramm aufgebaut? So, es gibt so Blöcke, in denen einfach die Befehle drin stehen, Befehle, die einfach irgendetwas machen. Normalerweise nimmt man pro Befehl einen Block, so, aber ich war jetzt etwas faul und habe gesagt, hey, ist doch klar, die beiden Sachen kommen nacheinander. So, wir werden also als erstes drei Variablen definieren, nämlich x, y und z. So, x und y, da werden die Werte eingespeichert, die uns der Benutzer übergibt, also aus den Input-Elementen oder aus den Eingabefeldern. So, z ist eine Hilfsvariable, die wird am Anfang auf 0 gesetzt. So, und dann folgt hier dieser komische Winkel, das steht für eine Schleife und die Schleife wird so lange durchlaufen, solange x größer als 0 ist. So, x wird, das seht ihr hier im letzten, in der letzten Befehl, wird immer weiter halbiert, solange bis x eben 0 ist. Das heißt, da ist die Abbruchbedingung für die Schleife dann auch mit drin und dann wird diese Schleife verlassen. So, das ist das erste seltsame Element, also eine Schleife wird durch so einen Winkel angezeigt. Das hier ist eine Verzweigung. Hier wird also eine Wahrheitsbedingung abgefragt, und zwar ist x ungerade. Wenn x ungerade ist, also true zurückliefert, ja, es ist ungerade, dann wird y, der Wert y, zu z hinzuaddiert. Wenn es nicht ungerade ist, also wenn es gerade ist, dann wird gar nichts getan. Das heißt, hier wird kein weiterer Befehl übergeben. So, dann kommen noch zwei weitere Befehle. Zum ersten wird y verdoppelt
Und zum zweiten wird x halbiert, und zwar x halbiert zum Grund. Das heißt, die Nachkommastelle wird noch abgeschnitten. Wenn ich also zum Beispiel habe 7 geteilt durch 2, dann kriege ich beim normalen Teilen kriege ich 3,5 heraus. Da ist die Nachkommastelle dabei. Bei einem Teilen zum Grund wird die Nachkommastelle abgeschnitten. 7 geteilt durch 3 ergibt 3. 7 geteilt durch 2 ergibt 3. Eigentlich 3,5, aber Nachkommastelle abgeschnitten, also 3. Ja, so. Und so funktioniert diese ägyptische Bauernmultiplikation. Sehr überraschend, aber ich habe es mit großen Zahlen ausprobiert. Wie gesagt, das funktioniert super. Gut, so. Das war es eigentlich schon für dieses Video, und ich denke, oder ich hoffe, dass ihr jetzt neugierig seid, wie bringt man das auf den Bildschirm, wie setzt man das jetzt wirklich in Codierungen um. So, das werden wir erst im nächsten Video beginnen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ihr habt jetzt schon eure Sachen geöffnet, um eben weiter zu programmieren, falls ihr noch nicht wisst, wie man seine HTML und CSS und JavaScript einfach und unkompliziert in Dateien reinsetzt, wie man das schreibt, dann schaut euch nochmal die ersten Videos von meinem HTML- und CSS-Tutorial an. Da ist das genau drin erklärt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.